Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Sophie, ich bin intuitive Künstlerin und heute testen wir die Schminke Aqua Drops, die ich euch ja im letzten Video schon gezeigt habe. Wo ich euch unter anderem auch dieses Sketchbook gekauft habe. Eventuell testen wir das heute auch noch, aber jetzt mal zu den Schminke Aqua Drops. Machen wir es auf. Da, 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 da. Es sind fünf Farben, also es sind einmal weiß, gelb, magenta, blau und schwarz. Und das sind eben sogenannte Aquatropfen, die man so aufs Papier tropfen kann. Und wir testen sie heute zusammen, die Farben und ja, was uns alles noch einfällt. Nehmen wir mal eins raus, es kommt in so ein schönes Fläschchen. Hier sieht man die Sterne abgebildet, ich glaube, das ist die Lichtbeständigkeit. Es sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Das heißt, sie ist auch recht hoch. Hier beim Gelb sind zum Beispiel 4 Sterne. Aber so genau kenne ich mich auch nicht aus, damit ich mich noch besser befassen damit. Auf jeden Fall, damit ich es gesagt habe, ich habe mir die Sachen selbst gekauft. Ja, jetzt brauche ich dazu auch nicht sagen. Ich habe es selbst gezahlt. Auf jeden Fall schon mal zur Verpackung. Die ist sehr schlicht, habe ich eh auch schon im letzten Video gesagt, sehr minimalistisch. Wir haben hier auf der Rückseite, ah nein, steht nirgends drauf. Ich habe gedacht, die Farben sind nochmal abgebildet, aber das ist falsch. Sie sind, wenn ich mich nicht täusche, nirgends abgebildet. Nein, sie sind nirgends abgebildet. Okay. Also das Design ist auf jeden Fall sehr minimalistisch, was mir ja gefällt, mit der schönen Eule drauf. Und ja, jetzt machen wir mal den Test. Ich habe mir da schon ein bisschen was von der Gelb rausgegeben. Ihr könnt das hier sehen, das hier. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich sehe das jetzt nicht. Ja, ihr seht es. Aber ich zeige euch das trotzdem nochmal. Das kommt in so einem Fläschchen. Und das kann man eben so aufdrehen und dann hier so drauftröpfeln, damit ihr es auch gesehen habt. Und es kommt flüssig. Aber ich finde, das schaut auf jeden Fall auch so aus, als wäre das sehr viel Pigment. Man muss es auf jeden Fall immer gut zumachen, damit ja nichts ausrennt. Das wäre schon sehr, sehr schade. Genau, wir können auch kurz zum Kostenpunkt kommen. Sie sind relativ günstig, finde ich. Also für alle Farben habe ich nur, in Anführungszeichen, nur 29 Euro gezahlt. Also fast 30 Euro. Aber testen wir jetzt mal die Farben nach der Reihe. Ich nehme jetzt einfach mal das Gelb. Wir testen das einfach mal ohne Wasser. Nur die Farbe. Bei Aquarellfarben ist es ja so, dass, also bei normalen jetzt nicht solche Drops, sondern normalen, nimmt man ja immer mehr, also Wasser zum Aktivieren. Das braucht man bei diesen Farben, finde ich nicht. Das schaut auch so sehr schön aus. Schaut sehr schön und deckend aus, das Gelb, wie ich finde. Schauen wir uns mal die nächsten Farben an, ob die auch so deckend sind. Nehmen wir das Magenta. Ah ja, bevor wir mit den Farben starten, zuerst gut schütteln. Das habe ich vorher vergessen. Ihr hört es schon, da ist irgendwas drinnen, damit das besser geschüttelt werden kann. Ich glaube, so eine Kugel oder sowas. Nehmen wir die Magenta. Schaut auf jeden Fall auch sehr cool aus. Draufdrücken und es kommt schon. Das müsste reichen. Sie riechen relativ stark, finde ich, aber das macht eigentlich nichts. So. Wow. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Die erinnert mich an das andere Set, das ich schon habe von Schminke, von den Aquarellfarben. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wie ich finde. Kommen wir zum Blau. Ah ja, schütteln. Wow. Das schaut auch ähnlich aus wie das Blau, das wir schon kennen vom anderen Aquarellkasten. Sehr schön. Ihr seht, das ist richtig viel Pigment. Obwohl die Farben ja auch flüssig sind. Ich finde, es schaut auf jeden Fall sehr schön aus. Wow. Übrigens, es sind Primärfarben. Wow, das ist ein sehr deckendes Schwarz, wie ich finde. Schaut sehr deckend aus. Cool. Ein tiefes Schwarz, wie ich finde. Ja, wenn man gern mit Schwarz malt, schau, warum nicht, ne? Eine Farbe haben wir noch, das ist das Weiß. Das muss ich jetzt auch gut schütteln. Okay,
Könnt ihr was erkennen? Diese Farbe schaut viel dickflüssiger aus als die anderen Farben, die wir bereits getestet haben. Das hat auch einen Grund. Ich glaube, das heißt auf jeden Fall Opaque. Nein. Egal. Auf jeden Fall ist das ein Weiß, das man auch fürs Deckweiß benutzen kann. Benutzen wir es mal. Jetzt kann man auch nicht viel erkennen, aber man sieht es schon, wenn man genau schaut. Wir können nachher auch noch die Farben mischen. Mal schauen, was da alles möglich ist. Cool. Okay, ich würde sagen, wir mischen mal unser helleres Blau mit dem Weiß. Nehmen wir. Ein bisschen Blau in das Weiß hinein. Cool, da kann man richtig coole Farben machen. Es schaut ein bisschen bastiger aus, also so fast schon wie eine Zahnpasta. Ein bisschen flüssiger vielleicht wie als eine Zahnpasta. Und das ist auch ein sehr schönes, helles Blau. Bin gespannt, wie das dann im trockenen Zustand ausschaut. Dasselbe können wir jetzt noch mit dem Rot machen. Ich hoffe, dass da jetzt keine. Das ist nicht, die ist nicht ganz sauber, aber ich glaube, das passt schon. Da kann man auf jeden Fall sehr viel Schönes mischen, würde ich sagen. Da kann man definitiv auch viele rosa Töne erschaffen und Blautöne. Das sind übrigens Primärfarben, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, mit denen kann man eigentlich alles, die lassen sich gut kombinieren. Und das finde ich auch richtig cool. Man kann ja, sich viele Farben mischen mit diesen Farben. Es sind ja relativ wenige Farben, aber ihr werdet es gleich merken, dass man aus diesen Farben auch viele andere Farben erschaffen kann. Ich hatte es jetzt ein bisschen falsch angeordnet, aber ist eigentlich wurscht. Es geht ja nur darum, dass ihr es seht. Auch das Rosa ist jetzt natürlich heller und schaut gleich ganz anders aus. Ich finde, das schaut ähnelt eher einem Rot. Natürlich, das heißt ja auch Magenta und das ist jetzt ein helleres Rosa. Und auch das ist jetzt in eher fast bastig, also so wie eine Zahnpasta zum Beispiel. Bisschen, wie gesagt, bisschen nicht ganz so wie eine Zahnpasta, aber es ähnelt. Kann man sich auch in Grau mischen. Cool. Super. Immer gut den Pinsel auswaschen, damit dann, vor allem auch wenn es dunklere Farben sind, damit dann auch keine Farbe in die helleren Farben kommen. So, eine Farbe haben wir noch und das ist das Gelb. Auch das können wir mischen. Es schaut ein bisschen wie so wie ein Zitronengelb aus, finde ich. Da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen viel Weiß genommen, aber schaut wunderschön aus. Wichtig ist, dass man das gut vermengt, damit es auch schön ausschaut. So, ich würde sagen, das passt. Schön. Ja, das Gelb gefällt mir. Ihr seht jetzt hier den Unterschied. Das ist das Gelb, was ich nur aus der Flasche genommen habe. Das ist das Magenta, das Blau und das Schwarz. Und hier ist das Blau
was ich mit der Weiß gemischt habe, das Rosa, was ich mit der Weiß gemischt habe, und das Schwarz und das Gelb. Und jetzt möchte ich noch eine Sache probieren. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach Wasser, verdünne so gesehen die Farben. Wir haben jetzt hier das Rot schon hier und das nehmen wir jetzt einfach mal mit ein bisschen mehr Wasser. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Nehmen noch ein bisschen mehr. Wir wissen das ja, je mehr Wasser man nimmt, desto heller werden die Farben natürlich auch. Das sieht man hier ganz gut. Ich nehme jetzt nochmal ein Blau. Und verzünde das wieder mit Wasser. Auch das schaut jetzt ein bisschen heller aus. Aber es hat alles seinen Reiz. Mir gefällt's. Sehr schön. Das Schwarz werde ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal probieren. Wobei, kann ich ja eigentlich. Hier ist es ja. Noch ein bisschen mehr Wasser. Ja, schön. Die Farben sind sehr pigmentartig. Das heißt, wenn sie trocknen, kann man sie auch wieder an. Wie sagt man das, nicht anfeuchten, sondern aktivieren, glaube ich. Und jetzt möchte ich mir ein Grün mischen. Dazu nehme ich mir jetzt einfach das Gelb. Ich habe gerade eine wunderschöne Farbe erschaffen und zwar habe ich das Blau und das Gelb und ein bisschen Weiß gemischt und das schaut dann so aus. Schaut's mal. Wow, ist das nicht toll? Ein Türkis, eine türkisliche Farbe. Ich kenne mich leider noch nicht so gut aus mit dem Mischen, aber man kann da ganz sicher sehr viele Farben mischen. Ich probiere es einfach mal. Wow, von dem Blau bin ich richtig begeistert. So ein bisschen Weiß schon mit eingemischt. Oh, schön.
Ihr seht, die Farben sind meines Erachtens sehr knallig. Hier wollte ich es noch zeigen, hier habe ich eben zuerst gelb, dann rot, dann blau. Und ihr seht, das wird jetzt, wenn ich da jetzt noch länger gemalt hätte, hätte das ein Orange ergeben. Da seht ihr, dass sich das ein bisschen lila verfärbt hat, dann kommt das Blau, dann haben wir ein dunkleres Blau, kommt ein Grün. Ja, ihr seht es eh. Und dann lassen sich ganz schöne Farben erstellen, so wie das zum Beispiel. Und ich male jetzt hier einfach noch ein bisschen was, dann kann man das Bild auch gleich als Doodle-Bild benutzen. Und wie gesagt, ein großer Tipp von mir ist, wenn ihr noch Farbe überhaupt auf euren Paletten, so wie ich jetzt hier, ich habe noch extrem viel Farbe, dann lasst sie trocknen oder benutzt sie natürlich, das ist auch eine Idee natürlich, aber wenn sie euch überbleibt, dann könnt ihr sie einfach trocknen lassen und am nächsten Tag dann wieder benutzen. Das ist kein Problem, wenn sie über Nacht trocknen. Genau, es sollte halt geschützt sein. Ja, ich würde sagen, ich male jetzt noch ein bisschen mit den Farben hier, spiele mich ein bisschen und ihr könnt mir gerne dabei zuschauen.